Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Assassin's Creed Valhalla. Das letzte Mal haben wir hier Irland zu 100% abgeschlossen. Wir haben noch die übrigen Kinder der Danu besiegt und damit den legendären Speer von Cú Chulainn am Ende bekommen, nämlich Gay Bolg. Und damit können wir nun auch nach langer Zeit wieder zurück nach Englerland reisen, wo wir uns dann jetzt wahrscheinlich erstmal dem Oscorea-Festival widmen werden. Das heißt, lasst uns einmal hier den Atlas öffnen und zurück nach England reisen. Die Zeit von Asgardsreid. Ah, das ist dann der deutsche Name von dem Festival. Die Erntezeit ist mit einer plötzlichen Dringlichkeit erfüllt, denn Asgardsreid rückt näher, wenn die sorglosen Odins wilder Jagd zum Opfer fallen. Wer jedoch bereit und entschlossen ist, kann das Blatt zu seinen Gunsten wenden. Gräber der Gefallenen. Überall in England und auch auf der anderen Seite des Flusses von Refnathorpe sind seltsame Zeichen auf gewissen Steinen erschienen. Sind Felsen, die massiv wirken, vielleicht reine Trugbilder, die die Geheimnisse der Alten verbergen? Erkunde höhlenartige britonische Gräber und entdecke rätselhafte Rüstungen in die Gräber der Gefallenen, sprich mit den Schaulustigen am Hafen der Siedlung, um damit anzufangen. Ach ja, das wurde auch noch hinzugefügt. Mann, Mann, Mann. So viel zu tun, so viel. Das sieht ja cool aus. Das Asgardsreitfest. Wo denn? Ich sag's dir. Sei nicht dumm, Brun. Jeder weiß, dass Odin die wilde Jagd anführt. Eivor! Wer führt die wilde Jagd an? Odin. Warum? Ich erklärte ihm gerade Asgards Raid. Der will daraus doch wirklich einen Schönheitswettbewerb machen. Keinen Wettbewerb, einen Umzug. Ich dachte, wir könnten uns als Götter aus beiden Landen verkleiden. Vielleicht könntest du ihn anführen, Eivor. Asgards Raid ist keine Feier. An diesem Tag wird der Schleier zwischen den Welten dünn. Die Toten würden uns heimsuchen, wenn wir sie nicht ehrten. Sehr wahr. Und man sagt, die Götter kommen nach Midgard, um zu jagen. Tiere ebenso wie Menschen. Es wäre nicht klug, ihre Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Weise von dir, den Zorn der Götter zu fürchten, Däne. Aber durch Versteckspiel wirst du der wilden Jagd nicht entkommen. Ich hatte dich doch gebeten, die Leute nicht zu belästigen, Onkel. Hast du dich etwa wieder an den Kräutern bedient? Bevormunde mich nicht, du kleiner Wurm! Nenn mich gefälligst Bruder Muckeswell wie die anderen auch. Niemand nennt dich so. Ich hab dich hier schon rumschleichen sehen, wie du überall deine Räuchertöpfe aufstellst. Im ganzen Dorf riecht es wie bei einer Seherin. Diese Töpfe stehen dort, wo der Stoff des Schleiers am schwächsten ist, sodass wir Bedrohungen sehen können, ehe sie über uns kommen. Tut mir leid, Eivor. Dauernd taucht er einfach auf, ohne Vorwarnung. Ich habe ihm erlaubt, bei mir zu wohnen, solange er hier ist. Du tust gut daran, gastfreundlich zu sein. Und wir sollten die wilde Jagd tatsächlich begehen. Menschen beider Glaubensrichtung fürchten sie. Und wie findest du, sollten wir Asgards Raid begehen, Eivor? Mit Prüfungen für Können und Stärke. Wie Tyrvis Bogenschießplatz. So zeigen wir ihnen, dass wir keine leichte Beute sind. Sveina gestaltet ein weiteres Ereignis. Ihr letzter Wettstreit war ein voller Erfolg.
Gut. Richte ihr aus, wir nutzen es. Aber nicht als Feier, sondern als Vorbereitung auf die wilde Jagd. Sag's ihr selbst? Du leitest doch die Vorbereitungen. Ich? Das habe ich nie. Und statte auch Gudmunds Huldigung der Toten einen Besuch ab. Sicher hast du das Schiff mitten in der Siedlung gesehen? Es ist mir aufgefallen, ja. Gut. Möge Odins Weisheit dich leiten. Also kein Umzug. Ich habe eine bessere Aufgabe für dich, Brun. Du richtest darüber, wessen Können die Götter beeindrucken wird. Du bist der Hüter der Marken. Ich werde der beste Richter sein, den du je gesehen hast, Eivor. Geh wegen der Marken zu Norwid. Sag ihm, ich schicke dich und komme später nach. Meine Kräuter lassen uns das Unsichtbare sehen. Aber du bist es, der als Anführer den Schleier durchqueren und die Geheimnisse der Anderwelt enthüllen muss. Ich habe nie zugesagt, Anführer. Vielleicht hätte ich Brun seinen Umzug lassen sollen. Richtig cool aufgezogen. Auf der Jagd nach Ehre. Bereite den Rabenclan auf die wilde Jagd vor. Gewinne jede Asgard-Reit-Herausforderung und zeige dem Clan, dass Refnatorp sicher ist. Wow. Das gefällt mir, wie die das hier aufgezogen haben. Die Frage ist nur, die ich mir gerade stelle, müssen wir Rand wie einmal Bescheid geben über die Lage in Irland? Sieht nicht so aus. Okay. Dann sprechen wir erstmal hier mit Alwyn. Hallo, guten Tag, Alwyn. Guten Tag, Eivor. Ich habe gehört, du leitest das Herbstfest an. Ich freue mich schon aufs, wie heißt das nochmal? Asgard's Raid. Und ich leite nicht, ich rede nur mit Menschen. Keine falsche Bescheidenheit. Sicher spielst du eine größere Rolle, als dir klar ist. Übrigens, du solltest Bruns Onkel im Auge behalten. Er lässt überall brennende Töpfe herumstehen. Ich weiß, er ist etwas eigenartig, vielleicht sogar verrückt. Aber ich meine, er hat ein gutes Herz. Ich sage auch nicht, dass er Böses im Schilde führt, aber Brun berichtete, er habe einmal eine Kirche niedergebrannt. Aus Versehen. Oh. Und vor kurzem sah ich ihn auf dem Weg zum Waldesrand. Die Arme voll beladen mit Zündholz. Er brennt den Wald nieder. Wo finde ich ihn? Folge dem Rauch. Oh nein, oh nein. Was tut er denn jetzt? Ja, er ist schon etwas seltsam. Gucken wir mal. Das heißt, wir müssen hier raus aus Refnatorp. Hallo, Garm. So, wo ist die Rauchsäule? Da hinten? Hilf mir, sei meine Augen. Oh ja. Dieser beißende Rauch ist nicht dicht, aber er vernebelt mir den Huga mehr als die Augen. Deine Gedanken verschwimmen. Blicke tiefer in dich hinein und suche Klarheit mit deinem inneren Auge. Ich dachte, das hätte ich nicht laut gesagt. Ich weiß, wie es ist, auf der Schwelle zwischen zwei Welten zu stehen. Ich glaube, dein Qualm macht dich trunken. Hältst du es für reinen Zufall, dass du hier bist? Nein. Die Nornier überlassen wenig dem Zufall. Dann öffne deinen Geist für die jenseitigen Welten. Wenn der Schleier, der sie verbirgt,
gelüftet wird. Was soll ich denn sehen? Das musst du wissen, nicht ich. Wonach strebst du denn? Ich will mein Volk beschützen. Vor der wilden Jagd. Durchquere den Schleier. Stelle dich deiner größten Angst und triff deinen ärgsten Feind. Meine größte Angst? Es braucht mehr als Kräutervisionen, um mir Angst einzujagen. Der Mönch ist richtig gruselig. Oh Mann. Habe ich den Schleier durchquert? Unheimlich, aber nicht furchteinflößend. Was für Feinden könnte ich hier begegnen? Geistern der Toten. Ob Kyrtwi in dieser Anderwelt wandelt? Das sieht auf jeden Fall so cool aus. Ich spüre hier eine Macht. Unsichtbar. Das war doch schon mal auf einem Menhir, oder? Durchwirkt mit Fäden aus ortseigener Hand, schafft diese Rune einen Wall um das Land. Das ist ein Menhir-Rätsel. Das da drüben sieht doch gut aus. Kraftrune. Vielleicht ist der Mönch doch nicht so verrückt. Zur Seite, Geist! Ich komme der Rune wegen! Ich will deine Trauer nicht verschlimmern! Dieser Geist könnte mein Zwilling sein. Diese Mordlust in den Augen. Nur ein Eivor wird dies überstehen. Der Schatten-Eivor, wie cool! Sterbe ich dann? Kann ich von hier entkommen? Manchmal sind wir wirklich unser eigener größter Feind. Aber dieser Sieg bringt mir keine Freude. Dieser Kampf war anstrengender als gedacht. Ich werde schwach. Ich muss die Rune im Schlaf gemalt haben. Dann ist sie ja doch erklärbar. Sie strahlt keine Stärke aus wie in der Anderwelt.
aber sie wirkt dennoch beruhigend. Eine Rune der Macht schützt nun unser Heim. Vergossenes Blut soll Schild uns nun sein. Huh. Das ist ja wirklich schon sehr cool gewesen. Dann machen wir mal weiter und untersuchen dieses Schiff der Toten. Du baust wirklich gerne Schiffe, Gudmund. Selbst wenn sie nirgends hinreisen können. Wie ich sehe, haben einige Leute die Namen von Toten in den Schiffsrumpf geritzt. Haki, Asa, Aslaug. Diese Namen habe ich seit meiner Kindheit nicht gehört. So viele sind in dieser schlimmen Nacht gefallen. Svein, ein großer Mann mit feinen Zügen. Ihn werden wir so schnell nicht vergessen. Dag, ein Kämpfer bis zum Schluss. Ich würde nicht sagen, dass er ein guter Mann war, aber tapfer war er. Da sind meine Eltern. Roster. Sie gab ihr Leben für das ihres Kindes. Ich sorge dafür, dass es nicht umsonst war. Warin. Er opferte sein Leben für den Rabenclan. Mögen die Götter sein Opfer würdigen. Möge der Allvater darüber richten. Seltsam. Dieser Name steht ohne Beisatz hier. Kalf. Diesen Namen kenne ich nicht. Gudmund! Kennst du jemanden namens Kalf? Nein. Der eine Name, der nicht ins Holz geschnitzt, sondern mit Kohle geschrieben ist. Hast du gesehen, wer das gewesen sein könnte? Kann sein. Da war vorhin einer, den ich nicht kannte. Humpelnd und strauchelnd, als würde das nicht mehr lange machen. Sein Gesicht habe ich nicht gesehen. Gesprochen hast du mit ihm nicht? Er hat nichts gesagt. Falls du ihn suchen willst, er ist da lang. Ich mag keine Geheimnisse so nah an meinem Zuhause. Wenn er humpelt, kann er nicht so weit gekommen sein. Ah, da können wir nochmal die Namen untersuchen. Okay, finden wir irgendwie eine Spur? Dort in diese Richtung. Tyrvi, hast du einen humpelnden Mann gesehen? Das habe ich. Er ging vom Langhaus Richtung Norden. Vielen Dank. Kohlestaub. Wahrscheinlich hat er seine Hand hier aufgestützt. Hier ist, glaube ich, auch irgendein Hinweis, den wir aber gerade nicht sehen können.
Richtung Norden. Das heißt, er ist hier weiter. Nee, Octavian ist das nicht. Aber hier drüben hat noch was geleuchtet. Ja, das ist auch noch ein Abdruck. Das wird wohl das Ende seiner Geschichte sein. Es sei denn, die Toten können erzählen. Das wird wohl das Ende seiner Geschichte sein. Es sei denn, die Toten können erzählen. Das ist er. Seine knöchrigen Finger sind voll Kohlestaub. Ehe er starb, schrieb er noch etwas. Kohlenachricht. Ich allein sah die Angreifer vom westlichen Fluss kommen. Meine Warnung rettet ihnen das Leben. Ich allein sah den Angriff von jenseits des westlichen Flusses. Meine Warnung rettete ihnen das Leben. Er hielt Wache am westlichen Fluss. Irgendwo muss es eine bessere Aussicht geben. Okay. Finde Kalfs Lager und begib dich dorthin. Es gibt einen Aussichtspunkt zwischen Refnatorp und dem Punkt, wo sich Alna und Nene treffen. Das ist dann hier Nene, Alna. Irgendwo hier oder hier. Reisen wir einmal schnell darüber. Ich habe nämlich irgendwie die Befürchtung, dass wir sonst angegriffen werden. Mal nachsühnen. Da steigt Rauch. Da steigt Rauch von einem kleinen Feuer auf. War das das Lager des armen Mannes? Das war kein Lagerfeuer. Der Mönch war hier. Sein süßsäuerlicher Qualm hängt in der Luft. Wenn der Rauch des Mönchs mich Unsichtbares sehen lässt, kann ich vielleicht auch das Schicksal dieses Toten erfahren. Bin ich? Ist das das, was Kalf sah? Von hier aus hat man einen guten Überblick, aber es ist zu weit weg, um warnende Worte zu rufen. Er brauchte einen anderen Weg, um die anderen zu warnen. Vielleicht mit Feuer. Vielleicht mit Feuer. Na gut, dann würde ich mal sagen, klettern wir hier runter. Und schauen, ob wir da unten irgendwas finden. Müssen wir dem Feuer hier folgen. Wir fanden Kalf bei deinem Schiff. Das, was von ihm übrig war. Die Götter verbrannten dich mit deinem eigenen Feuer. Verräter.
spricht das? Ich glaube, da drüben auf der anderen Seite. Zurückgelassen. Sehr gut gefertigte. Solche, die Mietklingen bei sich führen, keine Bauern. Hier wurde eine große Schlacht geschlagen. Ich habe jetzt einmal das Gebiet hier in der Nähe untersucht und nicht gefunden, wo es weitergeht. Deswegen würde ich einmal vorschlagen, dass wir zurückreisen auf die andere Seite des Flusses und dann schauen wir mal, ob wir da noch irgendwie einen Hinweis finden können. Ah ja, da beim Baum ist auch noch was. Oh. So einen Armreif habe ich schon einmal gesehen, als Dürbjarn einen Mann aus Vornberg verstieß. Okay, interessant. Ist vielleicht da auf dem Boot noch irgendwas? Oder unter Wasser. Hier leuchtet aber nichts. Doch, da drüben. Oberschiff? Eines Langschiffbugs mit einer geschnitzten Schlange. Die Söhne Ragnars. Das ist von Ubers Schiff. Kalf war die Wache am Abend des Angriffs. Die Söldner kamen zu Lande und er konnte die anderen nicht rechtzeitig warnen. Also entflammte er Ubers Schiff als Signal. Uber muss außer sich gewesen sein und wird Kalf die Schuld am Angriff gegeben haben. Dann ließ er ihn wohl zurück, als das große Heer weiterzog. Nun, da ich Kalfs Geschichte kenne, werde ich sie auf Gudmunds Schiff schreiben. Ja, schon ein sehr trauriges Schicksal für den armen Krieger, aber immerhin werden wir jetzt erstmal seine Tat verewigen an dieser Stelle. Oder zumindest ehren. Deine Kräuter haben mich hinter den Schleier blicken lassen.
Ich konnte durch Kalfs Augen sehen, was ihm widerfahren ist. Kalf rettete seine Leute und soll geehrt werden. Was siehst du, wenn du hinter den Schleier blickst? Zu sehen, was ich sehe, würde dich den Verstand kosten. Frage mich nicht, und ich werde dich auch nicht fragen. Kalf, er rettete seine Siedlung. Neque sape malale complexiones, Agnus Dei. Tonteteriat in multis super frontis vivorium, bletus dejectus sit, et multae benedicient. Sehr gut. Was haben wir denn hier noch an coole Sidequests, die wir abschließen können? Gezielte Strategie, das ist wieder das mit dem Bogenschützen. Ein Kampfplatz, den schauen wir uns auch noch an. Das ist die Quest fürs Frankenreich und das da drüben ist dann... Oh, sind da zwei Quests auf einer Stelle? Das ist auf jeden Fall noch ein Flussraubzug. Dann würde mich dieser Ruhmesritt interessieren. Das können wir noch einmal machen. Hallo, Aki. Ich wusste gar nicht, dass du Pferde magst. Ich mag sie jedenfalls lieber als Esel. Ich bin nicht hier, um zu zanken, Aki. Ich will sehen, was du vorbereitest. Eine Herausforderung, Eivor. Eine wahre Prüfung der Reitkunst. Es gilt, Hindernisse zu zerstören, Ziele zu treffen und das in begrenzter Zeit. Und das soll eine Herausforderung sein? Und ob? Hier ist ein Höchstmaß an Geschick, Geschwindigkeit und Beherrschung gefragt. Traust du dir das zu? Lass mich eben aufsteigen. Okay, reite vor Ablauf der Zeit durch die Tore. Erhalte für jeden Zielschuss Zeit dazu. Aha. Was für Zielschüsse muss ich denn tun? Okay. Ah. Höher! Richtig cool gemacht. Mal durch den Hof. Vorsicht, springt mir nicht vor den Bogen. Das ist ja lustig. Noch gezählt. Oh, ich glaube, wir sind schon bei Gold angekommen.
Haben wir es geschafft? Das hat Spaß gemacht. Warum so still, Aki? Wo ist deine spitze Zunge geblieben? Dein Können hat mir die Sprache verschlagen. Du erhältst den Hauptpreis. Und was ist das? 40 Festmarken. Vielen Dank, Aki. Die nehmen wir gleich mal mit. Und das andere, ja, können wir uns dann auch noch anschauen. Ich glaube nämlich, die zwei eigentlichen Quests und Geschichten von dem Festival haben wir jetzt schon abgeschlossen. Und jetzt wären das nur noch die Aktivitäten, die man farmen könnte für die Festmarken. Dazu müssen wir dann einmal darüber. Ist wahrscheinlich wieder irgendwie ein Kampf oder ähnliches. Eivor, schön dich zu sehen. Manche unserer Leute haben Angst vor der wilden Jagd. Ich will ihren Mut stärken, durch Wettbewerbe die Tapferkeit erfordern. Da habe ich genau das Richtige. Ich will, dass unsere Krieger das Gewirr der Schlacht nachempfinden. Sie werden im Nebel des Krieges kämpfen. Nebel? Du meinst Rauch. Hat ein Mönch diese Feuerschalen gebracht? Ja, er erzählte irgendetwas von einem Schleier, das ich nicht verstand. Jedenfalls sind sie für einige Überraschungen gut. Inwiefern? Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Außerdem ist es für jeden anders. Würdest du es gerne einmal versuchen? Ich werde es wagen. Na, welche Gegner warten jetzt auf uns? Überlebewelle 1 von 3. Oh. Hallöchen. Sind das die Druiden aus Irland, die mitgekommen sind? Speer ist stark. Scheint, als würden die Blitze auch guten Betäubungsschaden machen. Schauen wir das gleich nochmal. Oh ja. Hohoho. Welle 2 beginnt gleich. Dann kommt nur her. Ich glaube, dann sollten wir die Runen aus Mjölnir rausnehmen. Und dann einfach hier in den Speer reinpacken. Wow, so kann man die ja wirklich schnell ausschalten. Und? Kommt noch eine dritte Welle? Oh ja, natürlich kommt noch ein Werwolf. Cool. Richtig stark. Und da kommen die nächsten Druiden. Bleib doch bei deinem Freund.
Eine Wolfszauberin. Na komm. Bleib mal lieber innerhalb dieser Feuerschalen. Nicht, dass wir das Ganze dann von vorne machen müssen. Gewonnen! Gut gemacht. Ich glaube, ich sollte es noch schwieriger machen. Komm wieder, wenn du bereit für noch eine Runde bist. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Was ist das denn? Meisterschaft? Der Druidensatz ist nun verfügbar? Okay. Gibt auf jeden Fall 90 Festmarken für uns. Dann können wir jetzt, glaube ich, noch einmal das hier mit dem Bogenschießen machen. Dann haben wir nämlich alle Aktivitäten einmal gespielt und dann gucken wir uns noch an, was es für Belohnungen gibt für die Festmarken. Tyrvi, wir brauchen einen fordernden Bogenschusswettbewerb. Dieser Schießstand prüft das Gespür eines Jägers, wann er schießen sollte und wann nicht. Wann soll ein Jäger denn nicht schießen? Stell dir vor, wir beide gehen zusammen jagen. Du trittst auf einen Zweig und ich schieße. Im Affekt. Was wird wohl passieren? Ah, ich verstehe, was du meinst. In diesem Wettbewerb erhält man Punkte für das Treffen der richtigen Ziele und verliert Punkte bei den falschen. Klare Regeln. Obendrein ist die Zeit begrenzt, um es spannender zu machen. Willst du es versuchen? Uh-oh. Gib mir einen Bogen. Dann gucken wir mal, ob wir da gut treffen. Auf mein Zeichen! Los! Den auch? Stell dir vor, die Ziele wären deine Feinde. Erst zielen, wenn du bereit bist. Oh, sind das Hindernisse, die wir nicht treffen sollten? Na, immerhin zieht uns das keine Punkte ab, wenn wir die Rückseite von einem Ziel treffen. Ja, ich glaube, das ist einfach nur das Hindernis. Nach 9 Sekunden. Und runter mit dem Bogen. Besser hätte ich das auch nicht hinbekommen. Du hast gewonnen. Ja. Yeah. Das ist doch schön zu hören. 30 Festmarken. Dann gucken wir mal bei Norwid, was wir dafür bekommen. Wir haben ja, glaube ich, auch noch Festmarken aus den anderen Festivals mitgenommen.
Norvet, schön dich zu sehen. Ist das so? Warum hast du dann Brun geschickt, mir alle Marken abzunehmen? Ach, tut mir leid, Norvet. Ich hätte erst fragen sollen. Brun war so enttäuscht, dass es keinen Umzug gibt. Deswegen... Schon in Ordnung, Eivor. Ich mach doch nur Spaß. Möchtest du vielleicht einmal einen Blick auf meine Herbstauswahl werfen? Schauen wir mal, was du hast. Was gibt es denn hier? Das sieht doch schon toll aus. Ein Knochenrabe. Das ist ein Skin für Sühnen. Oh, ich weiß nicht, ob mir der besser gefällt als der Skin, den wir jetzt benutzen. Was ist denn das hier? Hels Sense. Eine Zweihand-Sense? Das ist ja cool. Feuereffektivität und Feuerschaden werden erhöht, wenn ein brennender Gegner getroffen wird. Da wir ja mit dem Feuer gut Schaden machen können und das eine valide Taktik ist, würde mich die hier auch sehr interessieren. Und vielleicht der Skin einfach nur... Das erste Mal, dass da Belohnungen dabei sind, wo ich wirklich sagen würde, die interessieren mich sehr. Und die wilde Jagd als Tattoo-Set sowie als Haar- und Bartschmuck. Wow, okay. Aber schade, wir haben doch nur 180 Festmarken. Na schön, ich glaube, dann werde ich einmal zwischen den Episoden noch farmen, dass wir uns zumindest die zwei Sachen holen können. Den Knochenraben und Hels Sense. Nun muss ich gehen. Auf bald. Immer wieder gerne. Ich sehe auch gerade, dass wir uns noch Marken abholen können. Wahrscheinlich dadurch, dass wir jetzt jede Aktivität einmal gespielt haben und die Quests beendet haben. Das heißt, das machen wir jetzt auch noch schnell. Dann gucken wir mal, vielleicht können wir uns dann schon ein paar Sachen leisten. Eine Schutzrune, mit Blut bezahlt, wurde auf unser Langhaus gemalt. Ein Unrecht wurde gerade gerückt und die Toten können ruhen. Du hast dich selbst übertroffen, Eivor. Komm und nimm dir deine Belohnung. Vielen Dank, Brun. Ich habe alles gegeben, um mich auf diesen Tag vorzubereiten. Nun müssen die Götter urteilen und die Nornier entscheiden. 300 Festmarken, sehr schön. Ja, damit haben wir noch einen ganzen Schwung an Marken bekommen und ich würde sagen, ich farm jetzt noch mal ein bisschen was bei diesen Aktivitäten, sodass wir uns in der nächsten Folge dann alle interessanten Sachen von Norvid kaufen können. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Ich sehe schon, dass da oben eine neue Quest aufgeplöppt ist. Das heißt, nachts können wir noch mit dem irren Mönch sprechen. Ein bisschen scheint es also noch mit dem Festival weiterzugehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist sehr, sehr cool aufgezogen. Und dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.